Die Winterpause steht vor der Türe. Nach 19 gespielten Partien steht man als Aufsteiger auf einem starken 7. Tabellenplatz. Zum letzten Heimspiel des Jahres empfängt unser Balinger SC die einen Platz schlechter platzierte Zweitvertretung aus Hoffenheim. Ein Sieg heute wäre natürlich hervorragend. Nicht nur könnte man die Kraichgauer hinter sich lassen über die Feiertage, nein, es wäre die Kirsche auf dem Sahne-Aufstiegsjahr. Wer hätte gedacht, dass man sich gleich so gut in der Liga etablieren kann? Erster Abschluss hier durch Rico Werle nach nur 2 Minuten. Es ist ein munterer Beginn mit Chancen auf beiden Seiten. Hier sind es mal die Hoffenheimer mit einer Ecke, die gerade noch so auf der Linie geklärt werden kann. Dennis Müller war da bereits geschlagen. Nur wenig später direkt der nächste Standard für die in Türkis gekleidete Zweite der Hoffenheimer. Mehrere stehen schussbereit, es macht aber Franko Kovacevic. Kein schlechter Versuch, Müller hat den Braten aber gerochen. Unsere Jungs kommen hingegen eher aus dem Spiel heraus, vor das Tor. Hier läuft der Angriff über Hasan Pepic. Hat den Kopf oben, entscheidet sich aber für den Robben-Move, reinziehen und schießen und der wird sogar richtig gefährlich. Mit etwas Glück lenkt den der Verteidiger ins eigene Tor. War aber hier, glaube ich, nicht mehr dran am Ball. Wir machen weiter mit der 38. Spielminute. Der Anfangs-Offensivdrang beider Mannschaften ist so ein wenig abgeebbt. Der kurz ausgeführte Freistoß ist eine nette Variante, aber nett ist ja bekanntermaßen die kleine Schwester von nicht so gut. Torlos geht es in die Pause. Zweiter Spielabschnitt. Unser BSC hat optisch die Überlegenheit. Kombinieren sich hier in dieser Szene sehenswert von außen vor das Tor. Kein schlechter Versuch von Ergi Alioxa. Hätte hier gerne ein zweites Tor seiner Saisonstatistik hinzugefügt. Unsere Männer dran am Führungstor, Freistoß von außen. Alle rechnen mit der Flanke, auch TSG-Keeper Stefan Driljaca, der sich hier ganz schön überrumpeln lässt. Aber kein Erfolg für Sautner, der knapp verzieht. Eine Stunde rum, nachdem Sautner einen weiteren Schuss über den Querbalken gesetzt hat, kommt auf einmal Hoffenheim. Das erste Mal in Halbzeit 2 vor das Tor. Flanke rein und da ist das Ballingen-Tor. Nur eben ins falsche Netz. Bittere Aktion von Lokai, der den Ball ins falsche Tor buxiert. Kopf hoch, das passiert schon mal. Gegen Ende des Spiels die Gäste mit einigen Chancen auf das zweite. Dieses gelingt allerdings nicht, so bleibt es spannend bis in die Schlussminuten. 82. Unsere Jungs werfen jetzt alles nach vorne, wollen den Punkt unbedingt in Balingen behalten. Starke Flanke, starker Abschluss, noch stärkere Parade. Stefan Draljaca mit dem Monster-Save. Hoffenheim setzt jetzt auf Konter, welche aber nicht konsequent ausgespielt werden. So ergibt sich nochmal die Möglichkeit in der letzten Minute. Alioxa aus dem Rückraum. Handspiel wird da reklamiert. Der Schiedsrichter sagt, da war nichts. So bleibt es dabei. Unser Balinger SC muss sich im letzten Spiel des Jahres geschlagen geben. Aber kein Grund zur Trauer. Überwintert man auf einem bärenstarken 9. Tabellenplatz mit Anschluss nach oben. Also ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen. Und am Ende haben wir uns dann nicht dafür belohnt. Ich glaube, ein bisschen ein unglückliches Gegentor. Und dann wird es nichts mehr. Ja, also wir wussten, dass wir gegen eine spielstarke Mannschaft spielen und wollten da dagegen halten. Kompakt stehen erstmal und dann auch spielerische Akzente setzen. Wir haben uns schon erhofft, dass wir hier einen Punkt oder auch 3 mitnehmen, aber schlussendlich hat es ja nicht gereicht.